Beziehungsweise ich glaube, die Stelle tut jetzt ein bisschen mehr weh. Wir werden sehen. Keine Reaktion. Oder sie leiden schon. Hier mache ich immer auch übrigens immer mein Hydra Facial. Und ich muss auch unbedingt wieder zu Maniküre, Pediküre seit der Pandemie. Oder jetzt kann ich sie abnehmen. War ich ja eine ziemlich lange Zeit nicht mehr. Wenn wir dann gleich hier fertig sind, werde ich gleich wahrscheinlich noch ein bisschen was einkaufen und dann geht es wieder ab nach Hause. Ich würde jetzt sagen, dass es ein bisschen angeschwollen ist. Es tat dieses Mal tatsächlich ein bisschen mehr weh als letztes Mal und ich kann euch ja hier mal Bilder einblenden, wie es vorher und nach der ersten Behandlung aussah. Und das ist jetzt heute meine zweite Behandlung und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, bis das dann abgeheilt ist. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise ich. Mein Mann lässt mich ab und muss dann leider weiter. Hier ist momentan auch nicht so viel los. Wir haben, die Jugendlichen haben noch Ausgangssperre, aber unsere Ausgangssperren werden jetzt ab dem Wochenende dann endlich wieder aufgehoben. Das heißt tatsächlich, dass sich das, denke ich mal, alles wieder so ein bisschen normalisiert und das normale Leben mit ein bisschen sozialen Abstand dann wieder nicht ganz, aber zum Früheren wieder so ein bisschen zurückkehren kann. Genau. Ich glaube, euch ergeht es nicht anders, wenn ich sage, okay, die drei Monate zu Hause waren jetzt nicht gerade super easy, aber das wird schon wieder. So, ich habe jetzt noch einen kleinen Abstecher in die Apotheke gemacht, weil sie meinte, wir sollen auf die Wunde Bepanthen und dieses Medicasol raufmachen, kenne ich jetzt nicht. Und dann habe ich mir noch 10 Masken geholt. Wir hatten ja vom Start pro Person 5 Masken kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Pro Person, aber die sind jetzt auch irgendwie alle, deswegen brauche ich jetzt nochmal einen Nachschub. Auch wenn ich diese selbstgenähten hatte, aber die, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Maskenpflicht dann noch besteht, aber ich denke, auch wenn nicht, werden die Menschen sicherheitshalber dann noch Masken tragen. Genau, die habe ich jetzt besorgt und jetzt geht's ab nach Hause. So, wieder zu Hause. Nicht da drauf sitzen, mein Schatz. Wieder zu Hause angekommen, stecke ich gerade mal den Kühlschrank, was alles fehlt. Das sieht jetzt alles so voll aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Hallo. Genau, dann mache ich jetzt meine kleine Liste fertig. Milch, Eier, Joghurt, auf jeden Fall Gemüse und Obst, Bananen, haben wir noch Tomaten haben wir noch reichlich, Zitrone haben wir auch. Da bist du Mini-Tina-Turner. Mir haben mal die Leute gesagt, oh Sade, die ist doch nicht blond. Man hat mich mal so ein bisschen auf Instagram, hatte ich so einen kleinen Shitstorm, weil ich gesagt habe, Sade ist blond. Sie ist schon relativ hell auf jeden Fall. Viele fragen auch immer nach Sades Augenfarbe. Sade hat eine grüne Augenfarbe. Ich glaube, nach 1,5 Jahren wird sich das wahrscheinlich nicht mehr ändern. Die kleine Mickey Maus. Mama muss jetzt einkaufen. Das ist ja Roma blond, ja? Ich weiß gar nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass ich Intervallfasten mache und bin jetzt bei so einer Woche gut dabei und läuft eigentlich alles soweit gut. Ich habe jetzt noch 2 Stunden, bis ich dann endlich wieder was essen darf. Auf jeden Fall jetzt hungrig einkaufen ist jetzt wahrscheinlich ein Problem. Ne? Mein Schatz. So, bei uns hat gerade der Postbote geklingelt und guck mal, wer hier schon wartet. Madame Mini-Tina. Mal gucken, ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe, hä? Ah, vielleicht doch meine Haarmasken, die ich bestellt habe, die beim Zoll hängen geblieben sind und ich brauche ein Rezept. Nee, kann ja nicht sein. Ich brauche ein Rezept von meinem Arzt für eine Haarmaske, damit ich die abholen kann vom Zoll. Logik?
Zade, wir hören dich. Wir hören dich. Oh, das ist von der PTT. Merhaba. Ich habe 2 neue Tees bekommen, passt jetzt eigentlich ganz gut. Genau, die werde ich gleich mal ausprobieren. Ah ne, Früchtetee darf man nicht, ne? Darf man Früchtetee während des Intervallfastens? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, das Intervallfastenergebnis kann ich euch ja auch nochmal kurz zeigen. Komm, Sade, komm. Also ich habe letzte Woche mit 83,3 angefangen und habe heute Freitag 82,2, das war weniger. Ich muss auch sagen, dass ich gestern unterwegs war und einfach nur Müll gegessen habe. Aber läuft auf jeden Fall. So ist es, wie ihr seht, bin ich jetzt auch gerade einkaufen und dachte, ich nehme euch auch mal ein bisschen mit, solange die das nicht sehen. Ihr wisst, einkaufen und filmen ist ein bisschen verboten. Ihr hattet mal gefragt nach der Schokolade, wo ich die her habe. Guck mal, hier kriegt ihr die auch, diese Plättchen-Schokolade. Sehr, sehr lecker bei Miklos. Übrigens auch ein Favorit von mir, Dark-Kakao. Also dieser normale Backkakao im Dunkel. Sehr lecker. Jetzt bin ich gerade in der Bulgur-Abteilung und suche Bulgur wie eine Verrückte. Aber Inje-Bulgur, also die sind dünn. Ach. Also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gut, dann werden wir jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Mmh, lecker. So, ich bin hier gerade bei den Frauensachen. Guck mal, hier haben die einfach mal Schokolade hingepackt. Muss ich da noch irgendwas sagen? Abstecher zu Bienen. Genau, die restlichen Einkäufe erledigen. Weil manche Sachen kriege ich halt woanders immer nicht. Deswegen muss ich dann immer 2 Supermärkte besuchen. Ich nehme das jetzt hier mal ab. Ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen schmerzhaft, aber jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen muss, ich sterbe. Ja, man sieht, es ist ganz schön gerötet. Ich werde jetzt ein bisschen Medikasol und ein bisschen Bepanthen draufschmieren. Bäm. Sie hat auch diesmal die Stärke wahrscheinlich ein bisschen erhöht. Also das erste Mal war nicht so schlimm, aber heute, ja, egal. So, dann hoffen wir einfach, dass es schnell abheilt. Wir hören gerade Nachrichten und ja, es wird alles wieder zur Normalität zurückkehren am 1.6. Nicht ganz, natürlich gibt es noch einige Richtlinien, einige Sachen zu beachten. Auch der Kindergarten soll am 1.6. öffnen. Ich liebe meine Kinder über alles, aber Homeoffice, Instagram, Kochen, Haushalt, bla bla, alles zusammen. Und die Kinder noch beschäftigen, das funktioniert leider nicht. Irgendwo bleibt dann immer was hängen. Deswegen bin ich doch ganz froh, dass der Kindergarten bald wieder losgeht. Aber ich habe halt gerade dem Kindergarten geschrieben und die meinten, nee, nicht am 1.6., am 15.6. Nicht so wie bitte. Aber in den Nachrichten sagen die 1.6. Mal gucken, was jetzt bei rauskommt. Das wäre eine enormste Erleichterung, wenn Hamza jetzt bald wieder mit dem Kindergarten loslegen kann. Und Zade ist so aktiv. Ich bin echt stark am Überlegen, ob ich die auch in den Kindergarten schicke. Ja. Der Tür ist ja kaputt.
gehört. Ja, tschüss. Hast du tschüss gelernt, tschüss? Hamza hat jetzt was ganz Neues gelernt. Da unten geht er dann mit dem Kopf durch und schlingt sich da durch und dann kommt er doch durch dieses Gitter hindurch. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man nur so schlau sein, um da unten durchzukriechen? Er hat es tatsächlich geschafft. Und was jetzt mit dem Kindergarten ist, also da müsste ich jetzt eigentlich schon mal Bescheid wissen, damit ich alles planen kann, meine Woche durchplanen kann. Bei uns ist jetzt wieder richtig viel zu tun. Die Ateliers haben wieder geöffnet. Also am Montag bin ich dann wieder unterwegs. Wow, Hamza, wow. Wow. Ich habe ganze 3 Wochen auf meine Beauty Blender gewartet von Sofly Cosmetics. Die sind jetzt angekommen, aber die kamen in so einer Verpackung. Und deswegen, ich habe euch letztens gesagt auf Instagram, wichtig das ist, dass das hübsch verpackt ist. Und deswegen möchte ich mich halt gern um das kümmern. Aber wenn etwas so ankommt, dann vergeht einem leider ein bisschen die Freude. Ich war ein bisschen enttäuscht. So, das sind Beauty Blender. Die sind so toll. Also ich liebe die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mit Sibylle mal sprechen kann, ob ihr ein Interesse an sowas in meinem Shop habt. Ich glaube, das wird eher nichts. Ich finde die gut. Sehr gut. Abschminkroutine. Es ist kurz vor 12. Ich bin noch fertig hier. Die Kinder schlafen. Und ich werde mich jetzt abschminken und dann ab ins Bett. Spaß gemacht. Ich werde jetzt schlafen gehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Video wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand bis zum Ende geschaut hat, aber trotzdem danke. Tschüss.